Fuller. Sie hat einen neuen TikTok gefunden und seitdem macht sie das die ganze Zeit. So, wir gehen jetzt los. Darum reicht jetzt. So, ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden. Ja. Ich will nichts damit zu tun haben. Ich habe heute frei. Montag ist mein Feierabend bei YouTube. Morgen ist mein Arbeitstag auf YouTube. Ich will damit nichts zu tun haben heute, ne? Deswegen mach was du willst. Weil sie süß denkt auch vietnamesische Restaurant, dass sie Montag frei hat. Ich darf auch mal frei haben. Also, ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, zu Rossmann zu fahren, weil ich bin in letzter Zeit ein bisschen öfter krank, fühle mich nicht so wohl und ich glaube, ich habe einen Vitaminmangel. Ich sag dir als Tipp, damit du dich selber auch siehst. Ach, wir haben das ja auch, ne? Du hast ja so Hightech-Multifunktionskamera. Nein, nicht mich filmen jetzt die ganze Zeit. Das ist dein Vlog. Mach selber. Alter, dafür, dass du heute deinen Offline-Tag hast, du redest sehr viel, ne? Und ja, du haust auch so Sprüche von der Seite. Du filmst scheiße, du hältst. So, nein. Ich filme gut. Wie geil ist das denn? Die günstigste Seife? Passt. Man muss sparen, wo man kann. Komm in meinen Bereich. Ich weiß nicht, ob die 100% helfen. Die sind gut. Die sind heftig, die habe ich davor auch benutzt. Guck mal, deine Haarfarbe. Welche? Ich benutze jedes Mal eine andere. Da unten, deine alte Haarfarbe. Ach so, die rote meinst du? Weltlich. Wie fühlt sich jetzt eigentlich so an, so Statusbericht? Was meinst du? Mit schwarzen Haaren. Normal. Also ich habe jetzt hier Zimtsterne gefunden, Rossmann. Und ich hatte Bock auf Capri-Sonne. Und er sucht noch seine Vitamine. Halil hatte sich ja dazu entschieden zu filmen. Ich habe natürlich auch ein bisschen mitgefilmt, ne? Also, aber er hat nichts mehr gefilmt an dem Tag. Deswegen kommt jetzt direkt der nächste Tag. Wir starten gleich direkt mit einer Werbung. Was heißt Werbung? Also ich zeige euch halt meine Rasurroutine und erzähle euch nebenbei, was mir gestern passiert ist. Guten Morgen, Leute. Es ist der nächste Tag. Irgendwie hat Halil nicht mehr so viel gefilmt gestern, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt für den Blog benutze. Wenn nicht, dann hallo, willkommen zu einem neuen Blog. Und irgendwie sehe ich gerade sehr hell aus. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist gerade bei mir ein bisschen Beauty angesagt. Es ist 9 Uhr. Ich habe schon gesaugt, bisschen Haushalt gemacht und, obwohl es ist schon 10 Uhr jetzt. Ich habe eine Haarmaske in meinen Haaren, ich glaube, das erkennt man auch. Und ich rasiere jetzt meine Beine. Eigentlich mache ich das immer in der Dusche, aber ich wollte euch mal einfach ein bisschen mitnehmen und zeigen, wie ich das so mache. Und Leute, heute Morgen bin ich aufgestanden. Ne? Ich habe eine Nachricht, also einen YouTube-Kommentar gesehen, und zwar diesen hier, kenne ich von Like. Ich so, was ist Like? Ich so, was ist das? Ich google einfach, es ist eine App. Ich so, okay, irgendjemand faked mich. Ich gehe auf diese App und da ist mein komplettes Leben gefaked. Wirklich alle Videos, die ich auf Insta hochlade, auf TikTok, auf was weiß ich was. Sie hat auch den Namen Sky15, so wie ich bei Dings. Ich glaube, ich fange mal an. Nun zuallererst dieses Peeling hier. Ich habe hier übrigens auch eine Schüssel Wasser. Aber das benutze ich jetzt nicht. Das benutze ich gleich in der Dusche. Kann man auch danach benutzen, ist nicht so schlimm. Zum Rasieren, es kommt immer drauf an, Leute. Das sind jetzt wirklich Tipps von mir. Ich benutze die Sachen schon sehr, sehr lange. Entweder diese Rasurcreme hier. So sieht das dann aus. Entweder das hier. Das hier benutze ich dann für meine Beine. Also das ist so ein Öl. Damit glänzen meine Beine schon immer. Ich muss da eigentlich dann kaum noch Pflege auftragen. Weil meine Beine, vor allem meine Knie, sind sehr trocken immer. Hier, ich zeige euch das gerade mit dem Handy. Wusstet ihr eigentlich, dass man im Intimbereich nicht einfach Duschgel oder so benutzen darf? Das wusste ich halt früher auch nicht, bevor ich Dynamie benutzt habe. Die haben dann zum Beispiel extra so ein Waschgel, der ist perfekt auf den pH-Wert der Intimzone abgestimmt. Das benutze ich halt immer zum Fresh machen und das hilft, Leute. Also wenn ihr Probleme habt mit Gerüchen oder so, holt euch so eine Waschlotion, die auf den pH-Wert abgestimmt ist. Also Intimwaschlotion. Also ich kann die hier empfehlen. Ich habe früher eine andere benutzt. Aus der Drogerie war jetzt nicht so gut, aber kann man trotzdem machen, ne? Und das benutze ich halt auch, um mich im Teambereich zu rasieren. Und die Verpackungen sind so schön. Ich bin schon fertig. Mit dem, was du gebastelt hast? Ja. Gucke ich mir gleich sofort an. Soll ich heute das hier benutzen, Armin, oder das da, was auf dem Boden liegt? Auf dem Boden liegt. So, der Rasierer ist übrigens auch von Yunomi. Den benutze ich auch sehr gerne. Da ist so eine Seifenschicht. Auf jeden Fall
Ich muss ganz schnell was erzählen, Armin. Du kannst gerne dabei sein. Ja. Diese App auf jeden Fall. Ich habe dann gesehen, diese Person, die mich dann so zum Fake postet, auch Videos von Armin. Von Halli geht es auch seit kurzem. Das tut weh, wenn man weh. Wenn man das richtig macht, tut das überhaupt nicht weh. Aber du brauchst das ja gerade nicht. Du bist ja noch ganz klein. Ja. Meine Beine, seht ihr das? Die sind jetzt schon... Also die Trockenstelle hier ist weg und die sind jetzt schon sehr weich. Wie cool! Ja, und ich war richtig schockiert, wo ich das gesehen habe. Weil die macht das halt seit Monaten. Das ist halt nichts, seit ein paar Wochen. Das ist seit Monaten. Ich glaube, seit Mai macht sie das. Ne, die Katzen, Armin, alle wollen heute bei mir sein. Nachdem benutze ich halt auch immer noch so ein Öl. Das ist sehr gut, wenn ihr an Rasierverletzungen leidet, an Rasierpickeln oder an Rasurbrand und sowas. Das ist sehr gut dafür. Das ist jetzt auch eine neue Verpackung. Hinterlässt auch kein Fettfilm oder sowas. Das nutze ich vor allem im Intimbereich und an den Achseln. Weil da neige ich halt eher zu Rasierpickeln. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ich sitze hier auf dem Toilettenboden mit voll geölten Haaren. Aber ne, so ist das Leben. Diese Sachen kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Und ich habe auch einen Code. Ich weiß den gerade noch nicht, aber ich schreibe den hier mal hin. Und Leute, ich weiß, vielleicht nervt es einige, dass ich jetzt hier gerade noch Werbung gemacht habe. Aber ich meine, ich lebe davon. Und ich schwöre auf alles, ich empfehle wirklich nur Sachen, die ich selber auch in meiner Freizeit benutze oder in meinem Alltag benutze, die ich wirklich getestet habe und die mir persönlich einfach helfen. Es kann sein, dass zum Beispiel einer anderen das nicht so gut hilft wie mir, aber ich teile ja meine Erfahrungen, genauso wie ich euch einfach Putzsachen empfehle oder Schminkprodukte, die ich selber auch gekauft habe und die für mich funktionieren, aber heißt ja nicht, dass es für andere gut ist, versteht ihr? Deswegen wollte ich euch das jetzt einfach mal zeigen, weil auf YouTube habe ich das schon öfter gezeigt und ich dachte mir, wieso nicht auch, auf Instagram habe ich das schon öfter gezeigt und ich dachte mir, wieso nicht auch auf YouTube, weil ich meine, ich habe hier auch eine bisschen andere Community, also es haben nicht alle Instagram und ganz ehrlich, wieso nicht? Und das Öl hat langsam eingezogen und so sieht das jetzt aus. Ist alles eingezogen, meine Beine sind sehr schön am Glänzen, nicht achten auf diese blauen Flecken, das sind Kindheitsverletzungen. Wie gesagt, das sind die Produkte, die ich benutzt habe. Link ist in der Bio mit dem Code. Kann ich euch wirklich zu 100% empfehlen. Habe ich auch schon, also das empfehle ich halt schon seit mehreren Jahren. Guten Tag. Всем привет, друзья. Meine Freundin meinte, ich solle mal erwähnen, wie spät es ist. Wie spät ist es? 13.11 Uhr. 13.11 Uhr. Armin ist im Kindergarten seit einer Stunde. Genau. Ich habe mich um Kooperationssachen gekümmert und jetzt erzählt Halli, was wir machen. Wir fahren jetzt nach Bremen. Nach Achim. Aber davor sind wir noch hier beim Bäcker, weil wir holen uns jetzt was zu snacken. Erzähl mal, was die Katzen gerade angerichtet haben oder irgendeine Katze, wissen nicht welche. Also, irgendeine Katze war richtig mies scheißen. Ja, so richtig fett geschissen und dann hat die einfach nicht ihre Pfoten sauber gemacht. Und der hat dann seine ganze Kacke durch die Wohnung geschliffen, also diese Kackabdrücke an seinem Arsch. Und die haben sich dann in der Wohnung verteilt. Oh Leute, meine Haare frisch gewaschen. Schön. Sehr schön. Dann dreht sich die Bruder. Ja, ich mag das richtig, wenn die frisch gewaschen und gestylt sind. Auf jeden Fall, wie ihr gehört habt, wir fahren nach Achim. Da ist meine Neurologin, beste Neurologin überhaupt, beste Ärztin überhaupt. Gegen meine Epilepsie. Ich erzähle euch gleich auf der Fahrt, wieso. Ich möchte jetzt erst mal was essen. Ich liebe die. Marzipan. Also für mich gibt es einmal so ein belegtes, normales Brötchen mit Remoulade, Käse und Salat. Und dieses Martini-Hörnchen und der Herr, der wollte nichts. Ich hatte schon ein Brot schon. Was denn? Mann, hast du das geschafft? Du hast doch voll lange geschlafen. Ich möchte jetzt erstmal essen, Leute. Dann erzähle ich euch, was Sache ist mit meiner Epilepsie schon wieder. Hast du Navi? Ja. 55 Minuten. Toll. Ich habe das schon erzählt mit dieser App, ne? In dieser Like-App, was in diesem Fake. Halil hat sich da umgeschaut und da sind sehr viele Pädophile auf dieser App. Und ja, sehr, sehr. Richtig viele, richtig viele. Sehr, sehr viele. Also richtige ehrenlose Menschen. Ja. Leute, diese Männer, erwachsene Männer, die sich als 25 ausgeben. Sich als 15 ausgeben, aber 25 sind. Falls irgendeiner von euch dieses Video sehen sollte, ihr seid richtig miese. Ich sag das jetzt nicht. Weil ich kann das piepen. Sag, was du willst. Ihr seid richtig miese.
zwar gibt es da halt Männer, die geben sich als 15 aus, erstellen dann so eine Seite und posten ein Video halt und schreiben, wer von euch ist die Perverseste. Und kleine Kinder verstehen noch nicht so, dass es irgendwie in die falsche Richtung geht. Und heutzutage, die Generation hat sich sowieso verändert. Und die schreiben dann, ja, ich bin die Perverseste aus meiner Klasse und so. Und die andere schreibt, nein, hä, das kann gar nicht sein, ich. Und dann hat dieser 15-jährige Junge, obwohl das ein alter Mann ist, geschrieben, ja, schreib mir mal, dann sehen wir das und so. Also, richtig ekelhaft. Sowas habe ich noch nie auf TikTok oder sonst richtig wo gesehen. Richtig ekelhaft. Leute, ich hoffe, man hört mich. Auf jeden Fall hatte ich wieder Anfälle, aber meine Anfälle waren sehr, sehr anders. Und das Gefühl ist auch sehr anders. Mir geht es auch eigentlich ganz gut. Ich hatte auch tagsüber keine Anfälle, nur beim Schlafen. Und deswegen meine Medikamente, also ich nehme die auch schon wieder nicht, weil ich krasse Nebenwirkungen von denen habe und ich mag die einfach nicht. Damals mochte ich auch nicht. Ich dachte mir, ich versuche es, aber es klappt halt irgendwie nicht. Deswegen fahren wir zu meiner Ärztin, um das alles zu besprechen. Aber ja, sonst an sich geht es mir eigentlich ganz gut. Mein Geschmackssinn verändert sich immer sehr. Meine Epilepsie. Also ich schmecke alles anders. Ich spüre das Kauen, wenn ich kaue, dieses Gefühl vom Kauen sehr intensiv. Das ist komisch. Ich habe mich auch schlau gemacht. Meine Aura verändert sich, mein Gefühl. Mir geht es einfach besser. Das ist, keine Ahnung, das ist, diesmal sind meine Anfälle, das ist alles ganz anders als sonst. Ich fühle mich anders. Damals hatte ich auch tagsüber Anfälle und auch für mehrere Tage und das Gefühl war einfach anders und jetzt habe ich das alles gar nicht irgendwie. Keine Ahnung, was meine, ich bin gespannt, was meine Ärztin dazu sagt. Was soll das hier mit Lippenstift und was so? Was ist das? Ist eher die Frage. Das nicht, wenn ich das reinschreibe, bist du... Walla, dann ist Eib. Oh. Er sagt immer Sachen und sagt, nicht Holstein. Dann sag das nicht, wenn ich filme. Ich Männerlogik, ey. Man sieht dein Gesicht. Sieht man mein Gesicht? Warte, dann mach neu. Man sieht den Finger. Guck mal, so muss man das machen. Komm, wir sind schon 10 Minuten spät. Das ist auch so eine Sache wieder. Ja, aber man soll ja den Arsch sehen. Vom Affen. Hier ist der Arsch. Wir sind jetzt gerade allein im Wartezimmer. Die Ärztin war froh, dass wir noch nicht das warten. Was hast du denn hier gemacht? Nein, Martini-Hörnchen. Also, ich erzähle euch schon mal vom Plan, was wir heute noch machen. Gar nichts. Wir werden... Nein, also... heute schläft Mira bei uns, deswegen holen wir Mira und Armin zusammen ab. Essen, ein bisschen spielen, die werden bestimmt basteln ganz viel. Irgendwie nerven mich meine Haare. Ich muss sie wieder hochsetzen, meine Extensions und wieder färben. Also was für Probleme du hast? Ich habe genug Probleme, ich habe Epilepsie. Ach, mach ich das, schneide ich das eh nicht rein. Guck mal, mein Handy kann stehen, ohne dass man es annehmen muss. Ja? Heftig. Die Handyhülle. Leute, ich habe hier einmal gewartet. Das war mein erster Termin hier mit meiner Mama und ich habe mir das fast alles durchgelesen. Ich mach mein so, Leute, was machst du da? Es geht Peace, schreib das Album vor. Hast du einen YouTube-Kanal oder was? Was machst du? Warum unterbrichst du nicht meinen Vlog? Unterbrich ich deinen Vlog? Ja, immer. Nein. Leute, wir sind jetzt da. Der Plan für heute? Gar nichts. Baby, wenn ich filme, hör auf, mich noch nervöser zu machen. Ich mach gar nichts. Es sind jetzt tatsächlich 2 Stunden vergangen. Wir haben auch lange mit ihr gesprochen. Wir mussten aber auch länger warten. Ich weiß nicht, weil sie nimmt sich halt auch Zeit für die Leute. Ja, zu Hause erzähle ich euch mehr. Wir müssen jetzt eigentlich direkt die Kinder abholen. Wir müssen ja noch 1 Stunde fahren. Dann holen wir die halt eine halbe Stunde früher ab. Das ist kuschelig. Die Kamera ist kuschelig? Ja, da oben. Ach so, das hier? Flauschig. Ja. Mein Mikrofon. Flauschig. Hallo. So sagt man Salam Aleikum. Salam Aleikum. So, wir haben die Kinder jetzt abgeholt.
Jo, Leute. Wir waren länger beim Arzt, als wir dachten. Und jetzt müssen wir noch was Kleines holen, weil ich will gleich kochen. Stellt euch das neue Album vor. Los, Opa. Ich sag diese Seite. Hier, diese Seite. Also ich möchte Kartoffelgratin machen, weil er sich das gewünscht hat. Ich habe auch Bock drauf. Die Kinder wollen Brötchen. So, Aschkin, was machst du? Auf die Schnelle noch ein anderes Rezept raussuchen. Oi, oi, wie süß, wie süß du guckst. Wie sieht es bei euch aus? Mhm. Und weiter? Wir sind zu Hause, die Kinder kriegen jetzt Essen, die haben sich einfach Brötchen. Oh, die wollten noch Croissant. Die wollten Brötchen mit Frischkäse und Croissant. Es ist jetzt 18 Uhr. Angebot. Kaufland. Gibi, ich habe da seit Tagen einen Stachel und ich finde ihn nicht und das tut verdammt nochmal weh. Ich muss auspressen. Kochen immer direkt Müll aufrollen. Spart man sich sehr viel. Ja. So soll natürlich gerade Müll aufrollen. Käse holen. Weil wir haben keinen Käse geholt. Ich atme höchstwahrscheinlich wieder zu laut. Aber das hat alles einen Grund. Ich habe sehr schmale Nasenlöcher. Wie geht's euch? Schaut euch diese Preise an. 2,59. 2 von diesen hier. Staffrodler. Leute gucken mich an, als hätte ich irgendetwas. Wobei ich eigentlich nur vlogge. So, ich will jetzt meine geilen Engelbert-Strauß-Schuhe sehen. Leute gucken einen richtig komisch an, wenn man vloggt. Richtig komisch. Ja, die denken wirklich, man hat ein Problem. Ist da ein Typ gerade. Kurz vor der Kasse, sein Wagen voll. Voll mit Whisky. Und dann, er guckt mich an, als hätte ich ein Problem. Anschnallen ist Pflicht. Bremst du zu doll, fliegst du aufs Gesicht. Dieser Teppich steht hier schon seit ein paar Tagen. Welcher Mensch macht so etwas, Wallah? Das hat jeder als Rocken. Ja, das hat er verdient. Er hat diese Gemeinschaft gemacht. Hat gut geschmeckt. Hörst du, Armin, wer lacht? Leute gucken einen richtig Weg. Wenn man alleine vloggt, sage ich doch. Aber ich habe jetzt mein Gouda und kann jetzt endlich weitermachen. So, ehrlich gesagt, ich habe gerade keine Tomaten oder so. Einfach so auf die Schnelle. Wir mögen halt gucken, sagt sie gern. Und ich nehme vor dem Essen noch Kapseln. Aber das zeige ich euch auf Instagram, also für die Leute, die es interessiert. Ich nehme vor dem Essen solche Kapseln und nach dem Essen solche Tropfen. Also so sieht das jetzt aus. Da ist jetzt auch noch Mais drin. Wie gesagt, einfach nur so einen ganz kleinen Gurkensalat. Sagt, was ihr wollt, aber die sind so lecker. Gönne ich mir jetzt. Willst du auch? Nein, danke schön. So, nach dem leckeren Essen, den mir meine wunderschöne Frau gekocht hat, mache ich hier jetzt einen Kopf. Wir rauchen in letzter Zeit massiv Blaulicht und Bodycore Flair ist auch gut. Wir benutzen aber in letzter Zeit sehr viel 030 Produkte. Eigentlich nur, wir sind am Ausprobieren. Einzigartig ist richtig gut von 030. Luft hier im Bus, ja. Warte mal kurz. Ah, doch, jetzt schon. Einfach Himmel. Beste Seite. Beste Seite würdest du weiterempfehlen? Motiviert mich halt
Nee, das erinnert mich immer wieder daran, dass ich nicht nach Bremen ab. Okay, das ist lustig, da bestimmt zu wohnen, ne? Aber mit Kids, das halt, kommt auf die Gegenden zu schauen. Es gibt auch gute Gegenden, ne? Ich möchte Vanessa vielleicht bald eine Shisha holen. Deswegen, ich habe schon eine sehr schöne gefunden. Die sieht richtig geil aus. Und die ist echt richtig geil. Kohle. Heizen. Ich hatte euch ja etwas über meine Anfälle erzählt, wie ich mich so fühle. Ich habe alles der Ärzten erzählt. Halil, ganz süß, er nimmt, also das ist für andere jetzt komisch, aber er nimmt mich immer, wenn ich einen Anfall habe, er nimmt mich auf. Also würde ich auch jedem empfehlen, der Epilepsie hat, wenn ihr jemanden neben euch habt, dann sagt der Person, dass sie euch immer aufnehmen soll. Das könnt ihr dann sehr gut, ich habe Sprachfehler heute, ist doch nicht normal. Ich habe auch mal Sprachfehler. Oh, das könnt ihr sehr gut dem Arzt zeigen. Der Ärztin. Das hilft ihnen halt sehr. Ja, bei mir ist halt das Problem, so zwei gängige Tablettensorten, oder? Ja. Die bringen mir nichts. Und die machen irgendwie alles schlimmer. Ich habe jetzt neue Tabletten. Die muss ich jetzt ausprobieren. Aber ich fange sehr klein an. Auf jeden Fall probiere ich jetzt die neuen Tabletten. Ich habe ein bisschen Angst, weil neue Tabletten, das heißt auch neue Nebenwirkungen. Neuer Stoff für meinen Körper. Das ist echt anstrengend, die Kamera so zu halten, ne? Aber daran kann man sich immer ein gutes Beispiel nehmen, wenn man Epilepsie hat oder irgendwelche anderen Krankheiten. Vanessa kämpft schon jetzt ein bisschen länger damit. Ja, zwei Jahre. Sie hat nicht aufgegeben, ne? Sie macht immer noch weiter. Deswegen niemals aufgeben, ne? Weil es ist für dich auch anstrengend, ne? Für meinen Körper auch, genau. Für deinen Körper, für dein Gehirn. Und wenn ich merke, die Tabletten tun mir nicht gut, ich setze sie direkt ab. Also ich nehme die gar nicht mehr. Auf ein paar Wochen, dann bis ich meinen nächsten Termin habe. Eigentlich auch nicht gut, aber ich mache einfach das, wo ich denke, das ist das Richtige gerade für mich. Und es war ja auch ganz gut so. Ich habe ja keine Tabletten genommen, weil ich halt so krasse Nebenwirkungen hatte. Jetzt wie lange? 6 Wochen, hat sie gesagt. Und ich hatte jetzt halt diese 2 Tage Anfälle. Ja. Ich schaue halt immer so am Ende eines Vlogs, was habe ich heute eigentlich alles gefilmt? Und ich denke, und dann gucke ich halt immer, hat es mir gefallen oder nicht? Und irgendwie glaube ich, das wird mir nicht gefallen. Ich glaube, das wäre ganz cool. Ich weiß gar nicht, was ich alles gefilmt habe. Es war alles heute. Heute war ein sehr komischer Tag. Es war alles so durcheinander. Hm. Leute, tut mir richtig krank leid fürs Wackeln. Ich weiß nicht, was mit meinem Körper los ist. Wir brauchen ein Stativ. Das ist. Guck mal, wie schwer die Kamera ist. Weil, guck mal, ich halte und guck mal. Ich wackel, als hätte ich Angst. Aber Baby, die Kamera ist auch richtig schwer. Ne? Das ist ja nicht ohne. Du kannst du auch so halten. Ich weiß nicht, ob das für dich besser ist. Ich zitter richtig, als würde ein Elefant vor mir stehen. Kein Bock mehr, mach die Scheiße so aus hier. Ciao, Leute.